So, und wir spielen hier weiter. Auf Rachefeldzug, auf dem Rettungseinsatz. Wir wollen Nikola retten, das sind wir ihm schuldig, wie wir vorhin noch gehört haben. Gut, er hatte halt wirklich sein Leben für uns riskiert. Verlorene Seele. Tritt vor seinen Macher. So, und jetzt können wir eigentlich wieder uns verstecken, oder? Haben wir noch eine Lampe? Ja, haben wir nicht mehr. Also, mal gucken, wo uns der Weg hinführt. Also, darunter geht's wohl. Jetzt gucken wir mal hier durch die Türe. Nikola, bitte kommen. Ich bin in den Katakomben. Unterwegs zu Ihnen. Sie und Galahad, sind Sie verrückt? Sie dürfen nicht herkommen. Dort bleiben. Ich bin gleich bei Ihnen. Okay. Wir dürfen nicht kommen. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass irgendjemand hinter ihm steht und das eine kleine Überraschung für uns nachher wird. Also, noch kurz rumgucken. Haben wir hier noch irgendwas? Gar nichts mehr, dann gehen wir hier durch. Ich warte hier, dass hier jetzt gleich diese Sirene von Silent Hill losgeht. Ich weiß nicht, wer die Filme kennt, aber oder die Spiele. Sich die Wand hier auflöst. Was ist denn los? Was ist denn los? Ups, da haben wir auch noch einen. Den haben wir. Ich glaube, den hätten wir auch nicht anders gekillt bekommen. Komm, wir nehmen die hier mal mit. Aber die? 18 Schuss. Oh. Jetzt probieren wir es einfach mal die. Ich habe jetzt hier eh mal vor, mit der hier ein bisschen zu spielen. Okay. Okay, jetzt mal wieder konzentrieren damit. Wow, was macht denn der hier? So. Müssen wir hier ein bisschen unsere Spielvariante ändern. Oh, ist der wieder runtergegangen? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da hinten steht er aber. Wenn ich aufkomme. Mal hier. Ah, nehmen wir mal die hier. Also so eine nette Pistole wäre mir eigentlich lieber gewesen, die nicht gleich kurz zieht, sobald man einmal drauf drückt. Das hier ist nicht so das Wahre. Das war ein Revolver. Ist mir schon oft aufgefallen, eigentlich in allen Spielen, die ich spiele, so wirklich mit Revolver bin ich nie klar gekommen. Oh, da hat er uns gut erwischt. Ah, jetzt kommt Jungs. Ist ja noch Muni irgendwie. So. Einer nacheinander. Den haben wir. Wo ist denn der hier? Wo guckt denn der raus? Jetzt guckt er raus, wo ich. Ach, meine Güte. 13 Schuss noch. Das wird knapp.
Da müssen wir jetzt richtig gut treffen. Das ist doch ein Witz. So, das war's auch mit Muni. Mal schauen. Okay, ich glaube, das war jetzt nichts. Okay, müssen wir anders machen. Das muss anders geregelt werden. Erstens muss ich besser zielen. Ich ziehe gerade wie so ein Betrunkener. Und ich will unbedingt eine andere Waffe. Also das ist ja eine Katastrophe mit diesem Teil hier. Was haben wir denn da noch? Ein Brett. Okay, da liegt nichts mehr. Okay. So, jetzt machen wir das mal auf die Art. So. Ich finde, das hätte ich eigentlich viel öfter mal nutzen sollen. Ach, das ist schon leer. Geht der down? Geht der down? Geht der down? Ist der jetzt mal down? Was hält denn der aus? Die halten hier viel zu viel aus. Sag mal, ist das euer Ernst jetzt? Ja, endlich ist der down. Oh, keine Schüsse mehr. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken, wie wir das machen. Bringen wir den da weg? Die müssen sich kurz ducken und dann... So. Okay. So, den haben wir. Den haben wir auch. Ja, den haben wir. So, jetzt dürfen wir hier munter einsammeln. Es lief jetzt nicht ganz so gut wie erhofft, aber... Was für einen... Gut, den wechseln wir natürlich auch noch. Da holen wir uns den. Ah, Muni ist auch immer gut, aber Muni ist auch immer gut. Haben wir ja gerade beste Beispiel hier gesehen. Also. Jetzt packen wir's. Wir haben wieder Material. 84 Schuss ist jetzt wirklich nicht so berauschend, muss ich gerade mal sagen. Finden wir hier vielleicht noch irgendwas? Tata! Also. Eine mögliche Komplikation. Der Lukas ist unterwegs. Nikola, unterwegs. Sie müssen jetzt gut da verschwinden. Fürchten Sie sich nicht, mein Freund. Ich halte die Komplikation offen. Alles wird gut. Boah. Nikola, seien Sie kein Narr! Nikola! Gut. Weiter geht's. Manchmal ahnt man so ein bisschen, wo die jetzt herkommen können und sowas, aber das geht da manchmal so schnell und da wir dieses Hinterdeckungsschießen hier überwiegend haben, ist es dann auch nicht so leicht, so schnell eine Wand zu finden,
die nicht unbedingt so im Freien liegt. Ah. Warum liegt dieses Teil hier rum? Ich habe so das Gefühl, dass wir die gebrauchen können. Aber ich will ehrlich gesagt auch nicht das Risiko eingehen, nicht, dass wir hier nachher eine riesen Menschenmenge haben und dann die ganze Zeit mit unseren Blitzen da rumgammeln. Den habe ich gesehen. Wir also bleiben unten. Da ist auch einer, da ist... Oh, da sind mehrere. So. Oh, wo kommt der her? Aber wir gehen mal da hier rein. So, den haben wir. Ah, der hat gezogen, der hat gezogen. Oh, 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 der hat wehgetan. Okay. Anders, 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 anders. Das gibt's nicht, oder? Oh, ist das bitter. Da kommt Prinz Eisenherz und killt uns im Raum. Ah, so viel zum Thema. Hm, brauchen wir den Strom? Brauchen wir den Strom? Brauchen wir die Blitze? Wir nehmen sie mal mit. Und wie wir die mitnehmen. Oh, und jetzt? Ja. So. Wo ist Prinz Eisenherz? Da, da machen wir einen nacheinander. Da kommt Prinz Eisenherz. Also die gehen schon gut down so mit dem Teil hier. Ich glaube, oh, wow, wow, wow. Den haben wir. Den haben wir. Da brauchen wir kein X machen. Aber da brauchen wir X machen. Okay, jetzt gehen wir noch ein Stück zurück. Oh, da darf ich nicht rein. Da darf ich nicht rein. Da darf ich nicht rein. Eigentlich ist es nicht mal so schwer, aber... Oh, da kommt wieder Prinz Eisenherz. Oh. Wir schauen. Ich gehe stark davon aus, dass wir es beim nächsten Mal schaffen. Aber jetzt müssen wir erstmal hier einen kleinen Cut machen. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei.